Geh weiter! Wir spielen einfach so. Okay. Eine Random App, richtig. Morgen, Jungs. Peace. Nichts Neues aus dem SCP-Universum. Keine neue Version. Also spielen wir einfach wieder. Ohne Intro. Version. Auf Euclid spielst du? Ach, das ist doch egal, oder? Ich hab da irgendwie noch nie einen Unterschied gemerkt. Weiß man nicht. Ja, aber jedenfalls gibt uns das nochmal Gelegenheit, die zwei neuen SCPs genauer zu untersuchen, beziehungsweise das zweite neue erstmal zu finden. Ja. Die Glocke haben wir letztes Mal schon gefunden. Wir haben sie geläutet und hatten für den kurzen Moment so ein schwarzes Silhouette gesehen irgendwo. Ja, aber mehr nicht. Die durch die Wand schwebte. Es war nicht reproduzierbar. Wir haben sie sogar zweimal geläutet, aber da ist nichts passiert. What are you doing? Das hat gerade voll übersteuert. Das Sackgasse. Also schauen wir mal. Da bist du hergekommen, oder? Ja. Genau. Das ist auch in dem anderen Raum vor dieser Tür, da wo du jetzt durchgehst, da Sackgasse. Was machst du? Geh einfach da durch. Batterie heißt. Und da hätte ich jetzt eine Batterie hingeschmissen oder so. Ja, da wo die nächste Kreuzung ist. Aber ist egal. Das war jetzt kein taktischer Grundsatz von mir. Ja, hallo, gingst du jetzt lang? Eine weitere Kreuzung. Da ist. Oh, ja, es war geradeaus. Geradeaus ist gut. Glück gehabt. Geradeaus ist immer noch gut. Ich bin seit der neuen Version ein bisschen vorsichtiger in den Gängen. An den Gängen ist ja nichts passiert. Doch. Ja, also dass der ist einmal die Richtung gewechselt hat. Mehrfach runtergefallen einfach. Da ist er drin. Hast du nicht die Karten, oder? Die da wieder eintaste. Ja. Geht die da? Ja. Man muss ja, weil da drin ist eine Level 2 Karte. Okay. Hast du schon. Ach, hat er genommen, gut. Oh je. Er ist draußen. Geh da durch. Nee. Wenn er noch 14 war? Ich glaube nicht, dass es da war. Nur mal schauen, was hier ist. Zum Glück ist er kostet. Okay. Da geht's nicht weiter. Dann müssen wir zurück. Aber jetzt wissen wir, dass hier nur Kacke ist. Was hinlegen. Die letzte Batterie. Ach, wir haben ja noch das Dokument. Flatsch. Hab's gewusst. Hey! Gut. Ich hab dir gesagt, der ist da. Würde ich mir nicht glauben. Naja, also da war er jetzt nicht um. Ihr da weiter und dahinter ist nochmal der 14. Ja, und dann durch die Kreuzung und dann links. Ja. Durch den anderen Weg wärst du da nicht hingekommen. Hm. So,
Machen wir erstmal die zwei. Und einer hat in den Kommentar geschrieben, dass er es trotzdem geschafft hat, obwohl es im Chainlock stand, aus einer Level 2 Karte eine Omnikarte zu machen. Wir haben doch letztens auch was geschafft, oder? Also wir haben es mehrfach geschafft. Von Level 2 direkt? Ne, von Level 3 auf Omni haben wir geschafft. Aber... Ja, Schmarrn. Ich weiß nicht, du könntest Spaß mal probieren, die Level 2 Karte. Komm mal mit dir. Machen jetzt immer fein. Schnauft denn da so rein? Er ist gekommen. Ja, das hört sich an. Was ich auch cool fände, wenn bei so Schockszenen oder so, wenn du in einem SCP begegnest, dass das dann Auswirkungen auf unseren Zustand hat. Mhm. Dass du dann auch so schnauft oder... Häufiger blinzelt. Ja, durch Adrenalin, dass wir eben für eine kurze Zeit länger sprinten können zum Beispiel oder so. Oder dass die Sicht, dass wir so einen Tunnelblick bekommen. Verkackt. Aber du kannst jetzt mit 1:1, glaube ich, wieder zu einer Level 2 Karte machen. Die Playing Card. Hast du mal die hier? Jetzt ist noch nichts verloren. Sogar? Ja. Aber haben wir es schon mal geschafft? Ja. Nein. Ich hab's gemacht. Hundertprozentig. Level 3. Mehr mache ich bei dir nicht, okay. Ja. Dann machst du jetzt 1:1 und wenn du dann wieder eine Level 2 Karte hast, machst du Very Fine. Machen wir Very Fine. Wir haben jetzt eine Level 3 Karte. Damit kommen wir, glaube ich, zu SCP 106. Und bei denen können wir eine Level 4 Karte rausholen. Okay, was ist? Was haben wir noch? Den da, ja, mach den. Entweder bringt uns das um oder. Strange Bottle. War Very, Very Fine, ne? Ja. Very Fine. Haben wir das schon mal fein gemacht? Kommt da ein Double Medikit raus? Nee, es gibt aber noch ein blaues Medikit irgendwie. Das hat glaube ich dieselbe Funktion, aber ist halt einfach blau. Das ist shiny. Oder grün oder irgendeine andere Farbe hat dann. Ja, was war das? Frame Drop. Safe ist. Warte, guck auf den Mund, ob es da drin ist, weil manchmal spawnt erst, wenn du den Raum betreten hast. Aber sieht safe aus, kannst durchgehen. Wird jetzt gar nicht erst angezogen, aber ist egal. Nein! Da ist ein drin. Mausbug. Warte, das ist die zum Öffnen, das ist die hier. Ja. Pinsel und nochmal. Und Gasmaske, oder? Nee, das ist kein Gas. Gas. Oh, Junge. Andere. Ja, die kann er nicht aufmachen. Der kommt nicht. Schauen wir uns zuerst an. So, ne? Oh. Hier mal da. Da hast du den Navigator Ultimate, ne? Ja. Dann kannst du doch gucken, wie es in den Räumen da. Also da, das waren die Zusammenhänge und da ist ein ziemlich großer Komplex hier wieder. Da könnte irgendwas sein. Sind wir da? Aber jetzt gehen wir erstmal da rein. Ja, schau erstmal. Was? 173? Ah, Mann. Das war ambient. Das war kein Mausbug. Das war ich jetzt. Aus. Ja, ich schau mal. Da ist ein langer Gang.
dann geht's dann so links um die Ecken, dann geht's hier nicht gepasst. Es war gerade alles so still und ich so ganz langsam drauf zugelaufen. Pam! Schau mal auf Navigator. Okay. Aber was für eine? Ja, geh mal hin. Wow, 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 wow. Mach's back. Ah, da. Guter Raum? Ja. Ist okay. Kannst du da reinlaufen? Mach. Navigator? Ja, jetzt entweder gehst du jetzt da oben lang oder da unten lang. Ich würde mal da sagen, weil da war ich noch gar nicht. Also, dann tu es. Da ist sie drin. Ja. Zone. Kommen wir mit Level 3 rein? Ja, ne? Ich glaube schon, ja. Mit einer Level 3 kommen wir rein. Ich mach von der Seite wieder zu, ja. Wenn es geht. Geht es? Ach, ja. Ich bin eine Light Containment Zone, brauchen wir ja theoretisch nichts mehr, ne? 114 haben wir schon gefunden. Und 106 ist in der Heavy Containment Zone, das passt schon. Okay. Smoke oder SCP? Nothing. Da ist eine schnelle schusssichere Weste unten drin. Und da kommen wir mit der Level 3 glaube ich nicht rein. Nein. Nee. Da ist doch ein Fleck, oder nicht? Was? Nee, das war so eine Lüftungsschachtöffnung. Eine Lüftungsschachtöffnung? Aha. So nix. Da hol dir die Keycard von da unten, kannst du noch containen. Ist drin, Mann. Ja, hat schon leicht blurry. Eieieiei! Wärst du da nicht reingegangen, dann hätte der dort nicht gespawnt. Jetzt kann er kommen. Nein! Der ist nicht drin. Oder du? Der klingt schon relativ nah, oder? Ne, der kann keine Treppen laufen kommen. Please. Level 4. Damit kommen wir in das World Cedar. Jetzt? Den auf. Ist er nochmal auf? Nein, zuerst auf und dann mit 4 Uhr. Let me go. Die. Ja, das dauert jetzt noch ein bisschen. Der kannst Arme. Kannst du noch ein bisschen hingucken. Das sind natürlich zwei Doppelmens. Glaube ich gleich ruhig dann. Okay, bereithalten.
geht gleich los. Steigt er? Ja, wir haben ihn. Success! Schon die Dokumente, das ist 1-106, wenn du es haben will. Protection? Ne, die sind beides Notes. Sentient Being. Die Soundkünste müssen wir wieder aufmachen können. Ach, jetzt ist es egal. Oh, Mausbug. So, jetzt gecheat. Was hängt der? Keine Ahnung, Mann. Fucking stupid ist das. Oh, bitte. Richtung die Ecke ist er. Nee. Knack. So. Du musst jetzt wieder nach links gehen, ja? Dass man in das Bauziel kommt. Bist du denn das Wahnsinn? Spiel's heute durch, Junge. Das ist das, was du denkst. Bitte. Oh, kurz. Oh, okay. Was? Ich hab gerade was gehört. Mein Level 5, Junge. Meinst du, wir kriegen die 4er in eine 5er? Ah, ich habe keine Lust, da nochmal zurückzugehen. Nee, das ist... Die 5er gibt's auch in so einem... Man hat ohne Schuss hier, da ist das erwischt. Das ist halt nicht das Alternative Ending. Wir müssen jetzt erstmal das Normale sehen. Von Gate B. Ist doch offen. Jetzt Obacht. Das spawnt er nur einmal. Mit dem eins. Puh. Warte, ich kann jetzt nur noch 173 kommen. Und der kommt da, glaube ich, mit einer bisschen geringeren Wahrscheinlichkeit. Aber da kannst du dir diese Pille holen. Andere Seite wäre es gewesen. Dann ist egal. Bitte mach kein Sharp-Geräusch. Rechts. Medikit muss seine Notes erst wegschmeißen. Wichtiger Scheiß. Und das andere auch, oder? Ja, ich meins auch. Du hast ja noch die Mastercard. Kannst auch noch wegfallen. Ach, stimmt ja. Ah, das ist auch so, ne? Das heißt, warten muss er erst runterfahren. Wir fahren. Ich glaube, der hat es gefixt mit dem, dass er nicht losfährt. Ne, ich glaube, das war bei mir beim letzten Mal. Die Burn Note ist da. Aber ich glaube, die ist ja uninteressant. Der Ambient. Den haben wir, glaube ich, schon mal gelesen. Ja, das ist so ein Geschmier. Das man nicht lesen kann. Wenn einer von den Zuschauern Lust hat, dann kann er das ja mal anhalten, das Video an der Stelle. Kann das lesen und zusammen in schöner Schrift dann in die Kommentare schreiben. Genau. Oder eine kurze Zusammenfassung davon. Schau mal auf den Navigator. Ja, das ist eine gute Idee. Da ist eine Sackgasse. Schau mal da lang, was da ja, ist. Ja, ich schau mal. Wir wollen hier nichts verpassen. Der Computer rau, also der... Könnte sein, dass der da ist. Ne? Ist auch eine Sackgasse eigentlich. Sieht so aus. Sieht so aus. Jammern. Ja, du kannst ja eh erst hingehen, wenn du Ding hast. Kannst du noch nichts machen. Ach so, scheiße, ein Electrical Room Bomber. Ich glaube nicht, dass der weit weg ist. Dass du damit zu mir links gehst. I hope so.
der Döing. Der kommt gar nicht. Ja, jetzt hat er gerade einfach so geblinzelt, der Penner. Hast du es gesehen? Bist du denn des Wahnsinns? Und jetzt? Würde ich links und rechts erstmal schauen. Das sind beide Sackgassen. Ja, aber der wartet da draußen. Ah, da geht's nicht weit. Dann ist hier wahrscheinlich. Andere Seite. Da ist dann wahrscheinlich auch nichts, ne? Ja. Da geht's dann noch links. Ich schau jetzt nicht. Kreislauf. Oh, der hat auch. What the fuck? Bin sitzt. Ja, schaut mal, was da ist, Mann. Da. Nein, auf der anderen Seite. Ja, da ging's doch. Wird aufgemacht. Nein! Du verlierst. Was ist denn jetzt hier? Ach nee. Der. Wollen wir da runtergehen? Was haben wir davon? Ja, der andere, der spawnt ja nicht mehr. Da kann im Prinzip nichts passieren. Aber der kann. Ja, wir könnten den vielleicht abhängen, ne? Wow. Der bewegt sich gar nicht, der macht keine Geräusche mehr. Oder? Doch. Ich hab's gehört. Das ist ganz süß immer noch. Das ist ein Arschloch, echt. Jetzt sind wir safe. Was ist da drin? Ah, das ist diese Kamera da. Warte, ich schau mal auf das Überwachungsding. Ne, das ist mir das Treppenhaus, ne? Ha. Aber da, dein Ding, Alter. Nee, weil dieser Sarg, der haben die ja versucht aufzumachen, ne? Dann war der leer. Mhm. Aber das Personal, das die Überwachungskameras beobachtet hat davon, von dieser Operation, die haben dann so gesagt, ja, ob sich der Sarg bewegt und so, dass sie es bestätigen sollen. Haben sie gesagt, nee, der Sarg bewegt sich, weil die haben auf den Kameras halt irgendwelche Halluzinationen dann gehabt. Und dann, als sie das Ding geöffnet haben, die es geöffnet haben, die haben nichts gesehen, weil der Sarg leer war, aber die Kameras beobachtet haben, die sind dann voll durchgedreht. Alter. Level 5, Junge? Nein. Nein. Level 5 ist rot. Wir nehmen sie trotzdem. Ja. Nehmen die 3 und schmeißen sie weg. Wobei, wir können jetzt Dokumente wegschmeißen. Ja. Ich muss sie filmen. Was machst du? Schmeiß das andere auch gleich weg. Ja, das ist neu. Da war vorher kein so ein Hallway. Meinst du? Ja. Ausbau. Wenn der jetzt aufgeht, schrei ich. Mach mal Navigator. Alter, hat auch neue Textur, kann das sein? Vorher war der einfach grau und so ein Block. Jetzt ist der richtig. Psst, hast du gehört? Ja. Lass mal raus. Mach mal Navigator an oder sowas. Ich glaube, es bezieht sich auf die Monitor. Oder? Alter. Wow. Geil. Bett. Tschüss. Jetzt hofft man, dass der andere weg ist. Da unten müssen wir die Glocke läuten. Ja. Kriegst du derbste Haarlos? Hört mal auf die Cam. Warte, wir müssen. Nee, das ist doch. Nee, nix. Ich hoffe, jetzt ist er da draußen. Das war der Sarg. Zombie. Ah, der ist weg. Ich geradeaus. Lass mal das zumachen. Jetzt schiebe ich hier Panik. Achso, nee, das war doch der Scheiß. Ja, ja, hier. Geht's nirgends lang? Okay. Achso, da geht's lang. Ah, geht's weiter. Gleich kommt das, wie heißen die? Nine-Tailed Fox. Ich glaube, ab da werden die aktiviert. Das sag ich jedes Mal, ich weiß, aber. Oh! Da gehen wir nicht rein. Wenn da aktiviert, wenn diese Durchsage kommt. Meinst du? Also, Mantle Fox entered the facility. Wir könnten da mal was reinlegen, so. Level 5 gerade oder so. Ah, der kann jetzt nicht mehr kommen, geil.
Alles ungefährlich. Big. That's what she said. No. Get away from me. Was ist denn überhaupt? Frog Splash. Mach es. Yes. Wow. Von der anderen Seite kann man nicht durchsehen, ne? Beim letzten Mal hat man dann wieder viel Blut, dass man nicht durchsehen konnte. Ja. Sag bitte nicht, dass es 3, 2, 1, da noch ein bisschen. Und du geht hin. Ja, aber nur in sein Gesicht, oder? Ja, aber. Okay, so. Da ist er. Hast du gesehen? Was müssen wir jetzt machen? Hier? Nein, zuerst drin. Ist eigentlich egal, oder? Weiß ich nicht. Hauptsache, der macht. Ich glaube, ohne Powerfeed läuft das Ding nicht. Weiß, wenn er dich gesehen hat oder du sein Gesicht, dann kann er von irgendwo kommen. Alles klar. Hätte man jetzt schon gehört irgendwie. Auch aus Sackgassen kann er dann auf einmal auftauchen. Boah, nee, bitte. Gut, guter Daumen, guter Daumen. Zombie-Kammel. Hey Mann, wir sehen heute echt alles. Wir müssen jetzt in die Off-Zone kommen. Damit wir in die Cafeteria kommen und den Ding sehen, den Automaten. Es gibt ja jetzt eigentlich keinen anderen Weg mehr außer dem hier, oder? Ne, ich glaube, einen hätten wir noch nehmen können. Aber es war noch in der Safe Zone. Das ist schlecht. In der Light Containment Zone. In der Safe Zone. Die Safe Zone ist eigentlich der Office. Ja, das ist so Ding. Das ist mein Tailchox. Ja, man kann die auch man kann den auch ausweichen. Also. So ist es ja nicht. Ne? Ah, da ist die Glocke. Ach Scheiße, Alter. Du so viel Scheiß mit dir rumschleppst. Ja. Wirf doch mal ein paar Sachen weg. Soll ich die mal nehmen? Leuten. Und ich setze mal da auch drin? Ah, keine Ahnung, das ist der Vorraum. Halt, wenn mich schon auf den Navigate. Ja, der ist da. Der wird immer angezeigt, auch wenn er irgendwo rumläuft. Release the virus! Dann wird der Nighted Fox ein Zombie. Das wäre eine geile Aktion. Wir haben ja eine Pille dagegen. Das wäre schon eine nice Aktion. Okay. Dann sind wir jetzt. Wo sind wir gekommen? Da, der Zettel. Da sind wir gekommen. Gut, dass da ein Zettel liegt. Und das für den Frame Drop. Was geht ab? Was ist da los, Junge? Ist jetzt Office? Ja, ich glaube schon. Oder schau mal, was auf den Schildern steht. Warte mal, auf der anderen Seite schaut es gut aus. Da steht auf den Schildern da, Mann. Entrance Zone? Ja, wahrscheinlich die Safe Zone. Hört sich gut an. Entrance. Da gibt's. Oh, wir brauchen Level 5. Ah, oh, das hat einer geschrieben. Wo gibt's die? Entweder in einem von diesen Offices da. Da, wo SCP-J ist. Da geht so eine Treppe rauf, in der Mitte von so einem Gang geht die Treppe rauf und dann. Fuck! Das sind zwei Joints und eine 5 Keycard. Fuck, nicht nochmal. Oder zum SCP 914 zurück. Ach, so blöd. Ja, wir gucken mal, wo wir noch nicht waren hier. Vielleicht finden wir noch einen Weg. Ansonsten nicht. Ich glaube nicht. Ach, vor allem da müssen wir durch und da sind die Zombies doch dann. Hoffentlich ist das Bug behoben, dass sie nicht in dem Aufzug wieder drin stehen. Du hast eine Pille.
Meinst du, die bringt dann noch was? Nee, die kannst du unendlich aufnehmen. Und die halte ich und mach dich für kurze Zeit schneller. Oder du hast den Bug behoben. Die kann man auch gleich nehmen, oder? Einfach mal so. Wenn sie weg ist. Schau mal, ist sie jetzt weg? Oder hast du noch? Ja. Voll komisch, dass man die unendlich aufnehmen kann. So, ich werde jetzt vorsichtig. Der lag auf der Seite, oder? Wenn jetzt nicht mehr da liegt, dann. Ja, okay, der liegt nicht da. Oh, Junge. Hast du Glück gehabt, Junge? Den ganzen Weg zurück. Was ist das denn? Das kommt, glaube ich, wenn die aufstehen. Oder das ist der Arzt, könnte es sein? Der Zombie-Arzt. Ja, könnte sein. Fuck, jetzt sind, aber dann sind die auch unterwegs, glaube ich. Ah, da kommen wir jetzt nicht mehr, ne? Und mit Gas war gar keiner, ne? Mit so Rauch. Gar kein Gang. Puh, wie lange zocken wir denn schon? Da war irgendwas komisches gemacht. Meinst du, er kann Aufzug fahren? Ich weiß nicht, ob das haarlos waren oder. Nee, ich hab's auch gehört, aber. Nee, ich meine, ob das. Wow, jetzt hast du verkackt. Der ist doch an, Mann. Was machst du? Oh fuck, Junge! Oh fuck! Stimmt, wir müssen ja nichts umschalten. Nee, aber muss man nicht auf Main schalten? Du, das ist voll. Nee, das war doch alles schon richtig. Das nur damit die Tür funktioniert. Ja, lass alle Türen offen, genau. Frog Splash. Nein! Jump. Nein, ich bin zu doof. Der kommt. Ah! Nein! Schon nach oben auf der Treppe laufen kann. Ja, der kann Treppen laufen, Alter. Wie krank. Nimm die Pille. Aber wenn ich den hab, dann kann ich unendlich rennen. Das ist ja gut. Er schafft's. Verkackt. Ich hab die Pille. Was mach ich? Verkackt. Der ist daneben gesprungen. Large amount of blood found in was? DNA identified as subject. Ach, wahrscheinlich hat er dich aufgefressen und dein DNA wurde in seinem Code gefunden. Most likely data redacted by SCP-096. Wir waren wahrscheinlich bis zur Unkenntlichkeit zerfetzt. Nee, der hat uns aufgefressen, wir wurden dann in seinen Fäkalien. Steht das sogar nicht. Ja, da steht Data Redacted. Aber das ist das Einzige, was mir jetzt so einfällt, was Sinn macht. Irgendwie. Naja, nochmal wieder eine XXL-Episode. Ich hoffe, sowas gefällt euch. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Dislike es, wenn es euch nicht gefallen hat. Ich muss jetzt erstmal fertig werden. Und alles andere schreibt in die Kommentare. Und subscriben, nicht vergessen. Da unten. Gut, also bis zum nächsten Mal, Jungs. Ciao.